Hallo, ich bin wieder unterwegs und wie ihr seht, mit Packtaschen, denn ich habe heute was Besonderes vor. Heute ist nämlich der 3. Oktober, ein langes Wochenende steht bevor und das wollte ich nutzen. Und zwar mit einer kleinen Radreise, so eine 4-Tage-Reise. Ja, heute stehe ich hier am 3. Oktober in Ägner und möchte so eine Runde starten, so ein bisschen durch den Spreewald und an der Spree entlang. Heute geht's von hier aus Richtung Süden, erstmal am Dahme-Radweg, dann geht es rüber zur Spree, weiter nach Lübbenau. Da werde ich übernachten heute. Denn morgen geht es dann weiter, denn von da aus nicht an der Spree erstmal, sondern etwas westlicher davon bis nach Cottbus. Da trifft man ja wieder auf der Spree, dann fahre ich die wieder stromaufwärts bis nach Burg. Und übermorgen am Samstag geht es denn von Burg, ja, Richtung Norden so, aber erstmal noch nicht an der Spree, sondern etwas durch die Heide und Schlielochsee. Dann trifft man dann wieder weiter nördlich davon, wieder auf die Spree, die ich dann folge bis Berkenbrück. Da werde ich dann wieder übernachten und am letzten Tag, am Sonntag, werde ich dann von da aus nur noch ein paar Kilometer hierher haben bis nach Erker. Ich hoffe, das Wetter bessert sich noch. Ganz so toll sind die Wetteraussichten nicht. Heute zum Beispiel jetzt 8 Grad, pustig Regen, aber ich wollte unbedingt los. Ja, aber es soll heute noch besser werden. Also, dann hoffe ich, ihr habt Spaß dabei bei den kommenden Bildern. Mal raus aus Erkner Richtung Königswuthausen. Die Etappe heute hat ungefähr eine Länge von 92 Kilometer, also ganz gutes Stück. Aber ist auch die längste der ganzen Tage. Das war gerade eben schon mal das erste Mal die Spree, aber an der fahre ich jetzt noch nicht. Ich fahre weiter jetzt Richtung Süden, Richtung Königs Wusterhausen. Sind noch ein paar Kilometer. Nach 10 Kilometern befinde ich mich jetzt hier am Krossinsee. Ja, könnte alles so schön aussehen. Ja, eigentlich bin ich auch nicht so ein Regenfahrer, aber im Urlaub, da geht das. Aber ich nehme es, wie es kommt. Hier in Königs Wusterhausen ist auch endlich mal der Dahme-Radweg zu erkennen. Wir können euch gleich mal zeigen, wo ich heute noch längs fahre.
Ich bin jetzt da, Königs Wusterhausen. Hier geht es hier immer weiter. Dieses Flüsschen Dahme. Immer mal wieder sehen durch Wald. Immer weiter bis Märkisch-Buchholz. Aber dann fahre ich hier dann weiter. Hier rüber und dann ist hier auch schon die Spree, die ich noch weiter folge auf dem Spreeradweg nach Lübben und Lübbenau. Bis dahin komme ich heute noch. Das sind noch 76 Kilometer. Da habe ich noch was vor. Ich hoffe, das Wetter wird auch jetzt mal langsam mal besser. Hier an der Dahme, da sieht es doch richtig schnuckelig aus hier. Und es regnet gerade nicht mehr. Da kann ich auch mal jetzt nach 20 Kilometern auch mal eine kurze Pause machen. Schönes Plätzchen hier. Ja, Regenklamotten habe ich jetzt mal riskiert auszuziehen. Jacke lasse ich aber noch an. Tendenziell war das auch trotz dieser Kühle heute doch ein bisschen zu warm mit Regenklamotten. Aber naja, jetzt geht es erstmal wieder weiter. Erstmal entlang der Dahme. Habe ich die Zivilisation verlassen. Die ganze Zeit bin ich an der Straße längs gefahren, an den Häusern vorbei. Aber nun komme ich jetzt in die Meer, in die Natur. Der nächstgrößere Ort, Märkisch-Buchholz, ist ja 25 Kilometer entfernt. Und zwischendurch kommen bloß kleine Dörfer. Also wird das jetzt ganz schön ländlich. Immer hauptsächlich durch Wald, mal einen See, vielleicht ein paar Felder. Aber schön ruhig jetzt, kein Verkehr mehr. Überall parken Autos hier im Wald. Ja, aber das sind alles Pilzsammler, glaube ich. Ist ja beste Zeit jetzt. Wupp, einmal über den Hoppel. Ja, ich glaube, das wird auch dieses Jahr wieder besser werden als letztes Jahr. Ist ja inzwischen ganz schön feucht geworden. Ganz nett hier. Eigentlich ist der Ort hier eigentlich so verteilte Häuser im Wald, so sieht das hier aus. Mehr Wald wie Häuser. Thank you.
nicht schlecht hier an der Dahme. Echt, das geht auch immer mal wieder drüber, über Brücken. Echt schön. Das nenne ich nochmal einen Radweg hier, immer geradeaus. Ja, diese Kilometer nach Märkisch Buchholz, die ziehen sich ganz schön. Aber ist eigentlich ein toller Radweg. Relativ flach, zwar geradeaus, ist ein bisschen langweilig dadurch, aber trotzdem schön. Ja, nur mal was zu den Packtaschen. Die musste ich ja doch ein bisschen voller packen, wie ich dachte, weil es ist ja auch sehr frisch. Da muss ich doch ein paar dickere Sachen mehr einpacken. Ja. Schade eigentlich. Dadurch ist wieder alles ziemlich voll geworden. Aber es passt ja alles rein. Jetzt muss ich mal abbiegen, aber es geht genauso geradeaus weiter. Und die Sonne kommt ein bisschen raus. Der Radweg ist echt gut ausgebaut. Hier fährt man schön aus Asphalt und da drüben wäre eine Sandpiste. Ich glaube, das wäre sehr schwierig geworden. Das letzte Stück geht jetzt an der Bundesstraße entlang, aber zum Glück auf dem Radweg. Aber den sieht man kaum vor lauter Nadeln. Märkisch Buchholz endlich erreicht. Ja. Lübben ist auch schon mal angeschlagen, 27 Kilometer, aber es sind insgesamt noch 40 bis Lübbenau. Jetzt geht es erstmal ein kurzes Stück auf dem Hofjagdweg weiter, bis ich an die Spree komme. Aber erstmal eine kurze Rast. Weiter geht's. Ja, so ein Snack hat man ganz gut getan. Jetzt geht's weiter auf den Hofjagdweg, bis ich an die Spree komme. Nächster kleiner Ort ist erstmal Köthen. Jetzt geht's raus aus Köthen schon wieder.
Oh, jetzt bin ich sogar auf dem Gurkenradweg. Und Gurken und Spree bzw. Spreewald gehört zusammen. Dann wird das wohl nicht mehr so weit sein. So viele Pilzsammler hier, aber direkt am Straßenrand, die nehmen sie dann nicht mit. Jetzt bin ich an der Spree angekommen. Da ist das Zeichen für den Spreeradweg. Nächster Ort. Leipzig. Das sind auch mal große Pilze. Ich gehe doch, dass ich die Jacke noch mal heute auskriege. Aber hier kommt jetzt mal so ein schwieriges Stück, ziemlich sandig. Da kommt man doch ins Schwitzen. Ah, nun bin ich mittendrin im Spreewald hier. Deswegen Spreewald. Immer viel Wald, dann wieder ein bisschen Spree und dann wieder Wald. Immer so weiter. Na, hier sind auch endlich mal diese typischen Kähne, die hier durchschippern, durch den Spreewald. Das war mal so, wie sich man das vorstellt im Spreewald mit den ganzen Kähen, die da losfuhren. Ja, war ganz schön was los. Natürlich jetzt, wo das Wetter doch noch mal gut geworden ist, kommen die Leute ja noch mal raus. Und jetzt Richtung Lübben fährt man hier immer so an Fischteichen vorbei. Ist aber auch schön.
stören sich an den Menschen wohl überhaupt nicht mehr. Jetzt bin ich vor den Toren von Lübben. Oh, geht's gleich rein. War ja echt ein toller Abschnitt bis hierhin. Mal sehen, was jetzt noch kommt. Das war's wieder mit Lübben. Ja, da war's auch wieder. War auch wieder ordentlich was los. So, jetzt sind es auch nur noch 10 Kilometer bis nach Lübbenau. Also auch bald geschafft. Ja, übernachten werde ich aber im Hotel. In einem kleinen Hotel, weil das Zelt ist das alles mir zu kalt. Es soll ja auch wieder regnen. Ja, und demnächst ist sogar wieder Frost angesagt. Der erste Frost. Ja, deswegen werde ich auf dieser Tour auch nur Pension und Hotel besuchen. Ich bin angekommen hier in Lübbenau. Auch sehr schön hier. Tolle Altstadt. Ach, hier überall diese Kähne, wie man sich das hier vorstellt im Spreewald. Echt toll. Ja, war echt ein super Tag. Erst am Dahme-Radweg, dann ja, zur Spree hin, dann am Spree-Radweg. Echt toll. Super, super geplant habe ich das. Das Wetter war auch toll. Aber morgen wird es wahrscheinlich eher andersrum sein, denn erst besser und dann Regen. Aber das werde ich sehen. Ja, war echt super. Mir hat es sehr gut gefallen. Ist auch eine Menge Material wieder zusammengekommen. Boah, das wird auch wieder ein langes Video, glaube ich. Boah, mal sehen, was morgen kommt. Also, ich hoffe, es hat Ihnen heute gefallen und seid morgen wieder dabei. Danke fürs Anschauen. Bis zum nächsten Mal. Moin, moin.